Hallihallo, da sind wir wieder mit einer Partie Phasmo. Und die Lexi kommt jetzt gleich auch noch rein. Ja, einen frischen Akku. Ich sehe schon ein Ei. Also, ihr seht also eine weitere Osterfolge. Wir verlängern Ostern um eine Woche etwa. Aha. Ja, vielleicht sogar noch länger. Keins mehr gekriegt hier, das ist doch echt. Mir war da nur eins. Ja. Das habe ich natürlich genommen, das ist ja logisch. Ja, klar. Oh, Tarotkarten. Hoppala. Ja, ich weiß nicht, ich kam mir gerade ins Zimmer und stehe so direkt in Großaufnahme vor so einem Bild. War da so ein bisschen irritiert gerade. Nichts Schlimmes, ist meine normalen geistesgestörten Zustände halt. Gib uns ein Zeichen. Das Haus sollte ja eigentlich mit Eiern ganz, ganz gut abzudecken sein, ne? Ja, das ist es wohl auch. Aber ja, da ist sogar in der Küche nichts im Schrank. Ich würde gerne mal ein Haus schaffen mit Eiern. Ja, das. Ob da irgendein Kasching passiert oder so. Kasching hier. Warte mal, habe ich da Atem gehabt? Oder habe ich einfach nur. Hoffe doch, dass du Atem hast. Gib uns ein Zeichen. Oh, Punk. Oh, da! Gefriertemperatur in der Garage. Also habe ich keinen Atem gehabt. Nein. Aber ich habe hier Atem. Ja, ja, ich merke schon. Dreier. Ich dachte, es wäre was im Keller, wenn die Tür so aufsteht, aber das mit dem Tür aufstehen, das täuscht mich jedes Mal. Ist ja nichts, macht ja nichts. Das macht nichts, nein. Ja? Welche Tür war das? Okay. Aktion, ja klar. Also keine Fingerabdrücke und Gefrier. Ach so, oben jetzt alle Eier. Ja, zumindest die offensichtlich zu sehen waren. Ja, okay. Ja, noch 6 Stück fehlen. Na, das geht ja auch. Ja, das müssen wir. Hast du mir die vor der Nase weggeschnappt? Das ist nicht mehr zu fassen, ey. Doch. Es ist. Du bist nicht zu fassen. Schreib ins Buch. Huch, da ist schon durch. Ja. Er scheint keinen Schritt zu haben. Aber Gespenst ist nicht mehr drin. Aber das war doch aktuell, der ist doch gerade erst durchgelaufen. So was. Das finde ich jetzt. Oh, da ist er doch.
Ich glaube, ich muss den zweiten auch noch fotografieren. Interaktion. Ja. Kannst du mich jetzt verarschen? Kannst du mir jetzt nicht mal ordentlich einen Schritt hier? Nö. Kann doch nicht. Oh, jetzt schreibt er ins Buch. Oder wären hier... Nee, Gespenst ist da auch nicht drin. Also gut. Wir haben dann keine Dots. Und keine Box. Okay. Ja. Oh. Wow. War das der neue? Nee. Ich weiß es nicht. Ganz woanders. Ja. Ich weiß es nicht. So, also wir brauchen jetzt entweder Orb oder EMF. Ja, ich habe oben noch 3 Eier gefunden. Du hast ein Orb. Ich habe ein Orb. In der Garage ist ein Orb. Ein Revenant. So, Eier, 3 Eier fehlen nur noch. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Warst du oben jetzt gerade? Ja. Ich hatte oben noch 3 gefunden. Ah, okay. Bist du jetzt auf Orb gekommen? Weil in der Garage. Nein, ich meine auf Ravine. Wir haben Gefriertemperaturen, wir haben Buch und wir haben. Ah, wir haben Buch. Ja, ich habe. Oh, ihr habt das Buch. Ihr habt das Buch vergessen. Ja, ist das Buch nicht gebucht. Die Commons E3 Eier. Möglich sein. Ja, das dachte ich mir auch, aber. So schon alle Schränke durchwühlt. Ja, so größtenteils, aber ich würde jetzt nicht schwören, dass ich alle hätte. Oh, eine Tür. Drei Eier, das kann echt nicht wahr sein. Schade. Doof ist das. Mann. Da liegt doch noch eins. 2 noch. Ja.
Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Schade. Na gut. Dann lassen wir's. Ja, aufgabentechnisch. Na gut. Nee. Okay, fahren wir ab. Jo. Joa, jetzt haben wir ihn Revenant. Ja, schön. Was ja klar war. Mhm. Dann geht's ins nächste Farmhäuschen. Check the equipment, get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. So. Dann rannen die Eier. Geht's schon ran. Mit Geist? Nee, mit Rokan. Oh. Hallo? Die Tür geht ja nach innen. Oh. Ja. Ja. Was hier ist, ich wollte gerade sagen, hier muss doch ein Osterei sein. So ein Riesenei. Im Laufstall. Ich glaube, da ist auch irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, die sind schon so geplant. Aber echt selten. Ja, ja. Schmecken auch genau wie die kleinen. So, unten irgendwas los. Nee, bist du ja nicht. Hätte ich gerade was gehört. Ich glaube, du hast mich schnaufen gehört, aber das war's. So. Ja, das kann sein. Was geht denn? 20. Ja, bisher. Von? 34. Oh mein Gott. Ah,
Ja, ich checke dann mal die Temperatur. Ja. Geht. 7,0, was soll ich denn davon halten? Strom haben wir aber an. Ja, ja, habe ich gerade angemacht. Gerade erst? 2 Minuten. Gut, 2 Minuten, dann sollte es schon eine Küche könnte sein. Okay. 2,5. Zumindest ab und zu mal 2,5. Dann noch gerade eine Runde ums Haus. Naja. Ich guck mal eben, ob hier noch. Oh nee. Wir sind im Wohnzimmer mit Minustemperaturen. Oh. Eieiei. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du alt? Spricht nicht direkt. Ja. Wahrscheinlich auch nicht indirekt, aber. Erster. Pff. Habe ich mir den Bauch vollgeschlagen hier. Ja, nee, ein paar mehr Eier wären noch nötig. Unser Eins muss arbeiten. Sie schlägt sich den Bauch voll. Ja, vor allem mit Tabletten. Das schadet manchmal nicht, ne? Manchmal ist das eine tolle Sache. Mhm. Andererseits könnte ich mich aber auch richtig wohlfühlen, wenn du dann hier so abgerockt bist, dann tut er mir vielleicht nichts. Das Licht im Waschraum an. Das kann ja sein, aber da ist Gefriertemperatur. Was nehme ich jetzt mit? Jetzt weiß ich aber nicht, wie lange das schon an ist. Das ist halt das Ding. Sag mal, du bist lebensmüde. Ja, bin ich. Das ist unfassbar. Wenn ich war im Arbeitseifer. Ja, wie immer. Das ist. Die Ostereier machen es nicht besser. Irgendwas ist gefallen hier. Nicht mit der dunklen Kamera hier. Ich konnte mich noch nicht mal orientieren, wo ich überhaupt jetzt bin. Ist noch gar nicht durch Salz gelaufen. Das ist irritierend. Ja, okay, hier ist auch. Also ganzen Wohnzimmer bis zum Waschraum ist Gefriertemperatur. So sieht das nämlich aus. Achso, das. Tee,
Aber jetzt ist er. Ah, jetzt läuft er hier durch. Jetzt brauche ich nur noch meinen Fotoapparat. Ich meine. Ja, der liegt ja da, ne? Ja, wenn ich. Nicht. Blöd. Ah, da läuft er. Wird das schon wieder nicht als Schritt gewertet hier? Ist doch nicht wahr, wieso kann ich keine Schritte mehr fotografieren? Oder haben wir jetzt ein Gespenst noch im Rennen? Wahrscheinlich, weil wir haben ja eh noch nichts. Ja, könnte ein Kreuz sein. Oder nee, kann nicht. Nee, kann Kreuz sein. Toll. Warum kriege ich Schritte nicht mehr fotografiert? Das wäre ja auch lang. Okay. Was macht der Mischopper fertig hier? Ach, da ist auch Licht an in dem Schlafzimmer und hier auch. Das macht er überall. Das okay. Haben wir ja. Hast du noch Fotoapparat hier? Ja, müsste noch einer liegen da. Ja, nee, ich habe auch keine Hand frei. Ach so, ja, ich bin ja gerade im Truck. Entschuldige, dass ich im Truck bin. Ja, eine von den Türen. Ich glaube, die rechte müsste es gewesen sein. Oder die vom Bad. Da ist ja auch drin gewesen, hier in dem Ding da. Ja. Es wird ein bisschen schwer mit Kameras und ja. Schreib ins Buch. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Ich schließe die Box einfach mal aus. Ne? Ist er da auch durchgelaufen? Kann ich das jetzt mal als Schritt, als akzeptierten Schritt fotografieren? Ja, es geht. Komisch, ey. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Na, Tür haben wir natürlich keine fotografiert. Nee, das war ja auch ein bisschen spät. Ach Quatsch. Quatsch, sagt sie. Ja, Quatsch. Und sein Zeichen. Okay. Ja, oder doch. 5. Der vollen 5er. Und die Interaktion. War! Denn jetzt? Was ist los? Ja, Schaukelstuhl. Achso, fotografiert? Nö. Auf dem Stuhl, auf dem kleinen Hocker da. Ja, es ist zu spät. Ja, so, ja. Orb hat er keinen. Nee, das hätte ich jetzt auch gerade ausgeschlossen. Ist aber mit dem Buch aus. Ja. Aussieht, weiß ich nicht, aber könnte theoretisch.
Oh, da ist er wieder. Schokostuhl. Wieso habe ich denn jetzt den... Achso. Weiß nicht, ob das jetzt noch gilt. Ja, doch. Aktion. Den können wir wegschmeißen, den Fotoapparat. Den braucht keiner mehr. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ich würde auch dort ausschließen. Das ist ja echt ein harter Fall. Schon. Puh. Das ist den Fingerabdruck gewinnt. Chin. Box hat da sicher keine? Nee, die habe ich einfach nur mal so ausgeschlossen. Weil ich ihn jetzt zweimal angesprochen habe mit allen möglichen Fragen. Aber manchmal antworten sie ja tatsächlich erstmal hartnäckig nicht und dann doch noch, aber. Ja, Buch oder Fingerabdrücke wäre dann wichtig. Aber ja, ja. Es wird jetzt langsam knapp. Das wird bei dir? Bei mir sowieso. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr vorstellig werden. Kannst die Räucherstäbchen Aktion bringen. Oh. Da reibt sich der Geist jetzt schon die Hände. Wo liegen eigentlich die doofen Bücher? Da. Ist nur eins liegen, oder? Nee. Eins müsste da Richtung Waschraum sein. Schreib ins Buch. Oh oh. Oh. Das war nur kurz. Kurzes Kamerakrissel hier. Hat er was gemacht? Ja, kurzes Gepiebel. Wollte nicht ins Buch schreiben. Ich dreh durch, ey. Ich. Tut mir leid, ich finde nichts. Ja. Dann. Er tatscht doch jetzt gerade nichts mehr an. Obwohl er ganz gute Aktivität hatte. Er macht aber nichts. Außer. Ah, Mann. Ja. Kannst dir nicht sagen. Nee, ich. Das ist jetzt auch nicht. Also, Shade. Könnte schon sein. Ja, zeigt sich ja nicht. Also für einen Djinn ist er mal ein bisschen zu lame. Also ich bin der Mann, der schreibt ins Buch und hat keine Fingerabdrücke. Ja, der Beweis ist mir jetzt wurscht, aber Shade ist okay, finde ich. Ja, finde ich auch. Fahren wir ab. Jo. Fahren wir einfach mal ab. Schön. Natürlich. Ah. Fand ich jetzt nicht schlecht. Nee. So. Bereit. Jo. Dann geht's in die Willow Street. Blöp. 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 Ja. Ja, auf Kommando geht's wohl nicht. Scheiße, nee. Das ist ein rosa Ei, das ist meins.
Zumindest war es bei mir rosa. Ja, ich kann es dir nicht sagen, weil ich hab's nicht gesehen. Dafür habe ich mir ein Ei von der Hecke genommen. Oh, nicht mehr eins vom Briefkasten. Nicht mehr eins vom Zaun. Und jetzt nehme ich mir das vom Elektrokasten noch. Und hier liegt ein Bild. Oh, und hier liegt das nächste Bild. Ja, das ist echt schon... Ups, was geht denn los? Ja, der schmeißt ja schon Bilder runter. Ist das echt so weiträumig hier gewesen schon immer? Nee, ich glaube, dass man da draußen so weit laufen konnte? Nee, ne? Fingerabdrücke, Fünfer. Was wollen wir noch? Fünfer auch schon. Ja, ja. Oh, das Programm. Bonk, bonk. Ja, klappert das Bild am laufenden Bach. Fingerabdrücke, EMF. Was haben wir denn da nicht? Keine Box, okay. Was machst du? Ich habe alle Bücherschränke aufgemacht. Ja. Also. Kommt mal rein, wird schon von dem Geist empfangen. Das ist ja freundlich. Auf jeden Fall. Muss man ihm lassen. Aber wahrscheinlich frühstückt er uns genauso freundlich. Vielleicht. Oh, jetzt schreibt er das Buch. Echt? Ja. Wahrscheinlich ein Dämon. Alles erledigt. Können gehen. Weißt du, wieso alles erledigt? Mal Ding. Oh, jo, ich noch jetzt. Ein Ei unter der Hecke. Unter der Hecke? Ja. Ja, jetzt könnten wir noch Geister-Event und. Ein Kruzifix. Ihn hindern, uns heim zu suchen. Aber warum? Aber warum? Ja, machen wir einfach mal Ling und dann haben wir noch für die Folgezeit für den Campingplatz. Okay. Was ist es denn für ein Geist? Also, Name? Carlos Anderson. Carlos Anderson. Okay. Carlos Anderson. Ich rede den noch, das ist cool. Ja. Ich weiß auch nicht, was du jetzt mit dem Namen veranstalten wolltest. Ja, ich wollte wissen, ob es ein Mädel ist. Dann hätte ich mir jetzt ins Pentagramm gegeben. Ach so, und mach's aber jetzt nicht. Nee, weil es kann ja nicht der neue Geist sein. Okay. Dann fahren wir ab. Moment, 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 Moment. Ja, deshalb sage ich das ja. deshalb ich habe nicht... hab uns gerade noch Geld verdient hier. Ja, ist ja in Ordnung. Mein Ding war es, ja? Ja. Okay, dann war. Nicht ich. Ja, Ling, Ling, Ling. Ja. Breit, breit, breit. Stadt, Stadt, Stadt.
So ist das. So, hier werden wir sicher nicht alle Eier finden. Würde auch schon reichen, wenn ich dich finde. Camping? Ja, Camping. Oh. Aha. Wieso klingelt das Telefon? Wieso klingelt dein Telefon? Bei mir hat ein Telefon geklingelt gerade. Bei mir nicht. Bei mir schon. Hä? Ist doch gar kein Telefon. Telefon auf dem Campingplatz geklingelt. Hä? Ich weiß ja nicht. Ohne Witze? Ja, nee, alles gut. Boah, hier sind aber viele Eier. Ah ne, ist ein Ball. Gib uns ein Zeichen. Oder was? Das warst du. Das kann durchaus passieren, dass ich was war. Die Bodenzahlen Zeichen. Ja, ein Ei. Das ist wieder ein Riesenei im Campingstuhl. Dann kriegst du immer die großen Eier. Was? 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 Was geht? Da ist der Campingkocher an. Okay. Und hier räumt er gerade ab. Okay. Ja. Also. Aber ich muss natürlich trotzdem noch im Haus gucken. Oder hast du schon alles gefunden? Nein, wahrscheinlich nicht. Und ich hab Mund hier. Okay. Nee, ich habe keinen Gegenstand gefunden. Ja, dann. Aber. Hier noch. Ich weiß, wo der Bengel ist. Sagst du gerade, was war das denn für ein Geräusch? Ich konnte das überhaupt gar nicht zuordnen. Da macht der mir hier einen auf. Koch. Ich erwach, wenn er so groß wie dich hat. Naja, ich befürchte, der wird mich gleich snacken. Weil ich die Eier alle einsacke. Ja, wenn du was Leckeres für ihn hast. Komm, renn mal ein bisschen schneller, Madame. Ja, Eier sind hier so einige. Ja. Muss hier weg. Muss weg, ich muss weg. Renn, renn, renn. Was ist denn los? Weil ich garantiert ausgelutscht bin. Ach so. Ach, wir sind auf Campingplatz, da dauert das so etwas länger. Genau, 67. Alles halb so wild. Die Eier sind hier auf Campingplatz. 53. Ich bin nicht fett. Das ist heftig. Gib
piept der schon wieder hier rum. Ja, der piept. Er hat den Strom wieder ausgemacht. Ja. Das finde ich nicht okay. So. Dann. Und wo war jetzt die große Action? Am Lagerfeuer. Am Lagerfeuer. Ich habe ja schon alles aufgebaut. Also da kannst du. Kannst du gucken. Ja. Wow. Gitarre spielt er auch noch. Brauche ich noch eine zweite Kamera, weil er jetzt da komplett am rumwüten ist. Ich dachte, der wäre nur am Kochen. Aber der ist nicht nur am Kochen. Vier Temperaturen hat es hier. Ja. Oh, der ist am Ball spielen da. Die Voodoo-Puppe hast du fotografiert? Nee, hab nicht gesehen. Nicht auch auf dem Bauch. Interaktion. Ja gut, ein Orb hier auszumachen ist auch ein. Ist schwierig. So, ich habe leider keinen Atem. Deshalb frage ich mich, steckt da gerade? Also er ist schon hier, aber. Hä? Der hat ein Zelt aufgenommen. Du solltest auch mal an deine Gesundheit denken. Ey, Glock. Nur so. Ja, ich bin gerade. Die kann man so schön Zuckerl hinschmeißen, das ist unfassbar. Ja. Das ist der Hammer. Das ist so ein Geist gerade, der das sehr gut kann. Weil der lässt einem eigentlich keine Ruhe. Joa, 36, oh Herrgott, nochmal. Doch Schlimmeres im Leben. Jetzt habe ich den Fotoapparat. Warum schleppe ich die ganze Zeit den Fotoapparat mit mir rum? Das typisch du ist. Ho, ho. Ja, ist so. Tja. Ja, ganz viele Orbs. Normalerweise fallen die von oben nach unten. Boah. Das ist nicht einfach. Nee, ich hätte vor allen Dingen jetzt mal gerne irgendwo Friertemper. Hat er den Strom vielleicht wieder ausgemacht? Wo war der denn? Ja, ganz hinten. Auch im Haus. Ja, soll ich da mal hingehen? Kannst du machen. Also ist an dem weißen Zelt, nicht am Haus selbst, sondern davor das große weiße Zelt. Mhm. Also ich kann doch mal eben prüfen, ob er das überhaupt ausgemacht hat. Ich weiß es gar nicht. Ja, doch nicht. Läuft. Geil. Okay. Aber ich habe keine Gefriertemperaturen. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du alt? Bist du ein Kind? Oh, ja, es ist ein Kind. Scheiße. Hätte ich mal fotografieren sollen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich gerade gejagt werde. Ich auch nicht.
reicht's aber auch. So betackt. Wo bist du? Ja, so Scheiße. Wirklich spricht's ja nicht drauf an, ne? Nee. Das ist im Jahr. Im Jahr. Da hatte ich wahrscheinlich jetzt ganz schön. Ja. Doch, geht so. Ja, ich habe halt nur noch einmal Pillen. Ja, ich auch. Ja, aber du hast ein bisschen mehr. Ja. Pass auf meine Gesundheit auf. Nee, du bist einfach nicht da, wenn der Geist rumhaucht. Ich war da. Ja, aber nicht direkt so wie ich, mitten im Epizentrum. So, pass auf, jetzt nehme ich mal so eine Kamera hier mit. Ich werd irre, ey. Wir haben nix. Ja, eben. Und dann nehme ich noch so ein Buch. Ich habe auch noch kein Salz gestreut, aber ich wüsste auch im Moment noch nicht wo. Schlimme ist, ich nehme doch das mit. Kurz wohin? Ja, sofort? Ganz kurz, ja. Dann mach das. So, wie kann man jetzt hier einen Orb sehen? Scheiße. Schon wieder gut. Fast unmöglich, einen Orb zu sehen. Ja, fast ist gut. Ja, ich bin ja mit Kamera in der Hand, glaube ich, hier durch. Und es ist. Es sind halt so viele Schneeflocken im Bild. Wie willst du das ausmachen? Ja, schwierig. Schwierig. Also manchmal habe ich ihn gesehen, auch trotz Schneeflocken, aber da ist jetzt echt extrem. So sieht's aus. Ist mir übrigens schon wieder aufgelauert. Ne? Ist wo schon denn? Wieder mehr erschienen. Ja, wieder. Ja, es ist immer schon so ums Lager herum irgendwo. Okay. Hatten wir das schon? Nee, ne? Nee. Dann haben wir keinen Orb. Na, siehste. Hätte sich das auch erledigt. So, ich könnte mal wieder aufstehen. Und demütig am Rumkriechen hier. Das heißt, boah, heute ist echt knifflig. Das heißt, wir haben Gefriertemperaturen, wir haben einen 5er. Ja. Ja. Getorkt habe ich jetzt noch nicht. Hast du? Du hast, ne? Aber ja, aber du warst da drin. Okay. So mit dem Buch, ich nehme mal noch ein Buch mit. Ja, mach mal.
Ich gucke erstmal ein bisschen am Monitor. Ah ja. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Nee, ich glaube nicht, dass er talkt. Ich sehe aber auch keine Fingerabdrücke. Ja, aber das ist, auch das ist schwierig. Ganz schwierig, ey. Ein Dots wäre jetzt nicht schlecht für mich. Also aber. Geisterbuch schließe ich mal aus, weil dann wäre es nämlich ein Shade und das, dafür ist er nicht schüchtern genug. Nee. Er ist schon dreimal erschienen, also von daher. Naja. Also Gin oder Oni, Fingerabdrücke oder Dots. Ja. Dann würde ich eher sagen Fingerabdrücke, weil die finden wir auf dem Campingplatz halt sehr schlecht. Ja, Dots habe ich jetzt auch keine gesehen. Was sagt denn das Lagerfeuer? Dann wäre es ein Gin. Gin, Gin. Ja, ich werfe einen Gin. Ja, ja, bin ich dabei. Ist er eingetragen? Ja, ja. Zwillinge! Ja, geil. Zisch. Bis direkt die Korken knallen hier. Das ist unfassbar. Dafür, dass sie falsch liegen. Zwillinge. Frechheit. Zwillinge. Lagerfeuer-Zwillinge. Ja, damit sind wir mit der Folge durch. Ist diesmal etwas länger geworden, nachdem die letzte etwas kürzer wurde. So gleicht sich alles immer wieder aus. Und ja, vielleicht ist euch das ja ein Daumen nach oben wert. Und dass ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen ciao, ciao.